In Schienheiz Düsseldorf auf der Japan Mile, das mit einer Busreise vom Anilux organisiert ging. War relativ flott Erfahrung. Wir werden nun noch mit dem Komitee, mit dem Präsident schwätzen. Wir werden noch mit dem Komitee schwätzen. Und mit den Leuten, die mit auf der Reise waren, werden wir so ein Wesen des Reises finden. Du hast eine Busreise nach Düsseldorf das Jahr organisiert. Kannst du mir mehr davon erzählen? Also, die Leute hatten mal gefragt, für mich spezielle Aktivitäten zu machen. Und da war halt auch ganz schnell das Thema Busreisenker und Schwätze kommen. Und du hast mir gesagt, okay, wenn wir ein bisschen Möglichkeiten haben, dann machen wir auch einen, für halt die Mitglieder auch mal einen Fritz zu machen. Und mal etwas mich Spezielles zu organisieren, was ihnen vielleicht nicht all da gesagt. Dann haben wir im Laufe der Jahre ein bisschen Kapital gespürt, für die Reise zu organisieren. Und für halt ein bisschen durch die japanische Garde halt zu Düsseldorf zu gehen. Und dann über die ganze Japan-Meile zu gehen, alles zu amüsieren, etwas essen zu gehen, ein bisschen von der japanischen Kultur profitieren und halt Spaß zu haben. Was gibt es für anderen? Vielleicht mit Pflangen, dass du das echt kennst, wo wir das gemacht haben. Und wir wussten halt auch nicht wirklich, wie lange wir bräuchten, ob das gut geht mit dem Bus. Und dafür, für nächstes sind wir mit gewappnet, aber wir sind schon informiert, ob was wir aufpassen müssen. Und da können wir je nachdem auch etwas anderes planen, wie über ein Convention zu gehen oder halt der Zeit, die wir ausbauen. Jo. Wie hat dir das Busreis gefallen? Ganz gut. Also alles super gelaufen bis jetzt. Die Leute sind top. Alles gut organisiert. Die Leute vom Komitee super geholfen. Also besser kann es nicht sein. Und wir haben natürlich auch hart matt gespielt, dass es nicht zu viel geregnet hat oder so. Also mir hat es gut gefallen. Es hat ganz viel Spaß gehabt. Und wir waren in einem guten Restaurant. Und die Shopping-Tour war auch immens gut. Japanische Garde war auch cool. Also mir hat es ganz gut gefallen. Ich habe also am Anfang Düsseldorf schon gut gekannt. Mehr mit den Leuten von Anilux musste ich immer Spaß rausgehen. Und allgemein war das aber ganz flott und witzig. Also ist gut. Bisschen viel laufen, bisschen noch die Beine weh, muss ich ehrlich sagen. Wetter hätte besser sein können, aber sonst war super. Ganz gut. Es war super organisiert. Auch bis dahin. Es war an anständigen Maßen, das ist wieder überholt. Ich muss sagen, es war einfach cool, ein bisschen mit Leuten woanders hinzugehen. Besonders weil Düsseldorf ja auch ein Platz ist, wo ihn viel zu gesehen hat und so. Also, ich gebe drin machen. Ja, es war ganz okay, wie sie lo. Und ich hoffe, dass wir noch weiter so ausdurch machen. In Zukunft. Das ist vom Anilux, hat mir ziemlich gut gefallen, ja. Das hat mir gar nicht extrem gefallen, lo. Das ist natürlich mal wieder der Ort noch gegangen. Für den Rest, ich meine, das ist alles planungsmäßig aus der abgegangen. Ich meine, die Leute sind auch mal zufrieden aus. Also, ich denke, das ist gut gelaufen. Ja, in Dorsu Matti, ich gehe mit dem einfach nicht fern, das ist einfach so scheiße, der Junge. Wie sonst war es, ja, bis auf vier, was ja aber noch gegangen ist, fahren doch ja. Ganz gut, das war flott. Für den ich gehe, dass ich das doch mal lief tun, war es richtig gut. Jo. Was hat dir am besten gefallen? Der japanische Garten hauptsächlich, weil ich auch die Natur ganz gerne und eigentlich an das schön mal ein bisschen andere Sachen zu sehen und ein bisschen die Natur zu genießen, wie du doch schön ruhig da ist und gut relaxen kann. Bis jetzt, dass wir alles so an der Straße gucken waren und dass wir eben alle gut zusammen in einem Restaurant waren. Was mir am besten gefallen hat, war das Essen, weil es wirklich traditionell auch von Japanern gemacht war, weil sie auch den Restaurant halt besetzt haben und weil das noch mega gut war, was sie gemacht haben. Und das kriegen dann Lützburg zum Beispiel nicht und für lohnt sich auch mega hierher zu kommen. Am besten hat mir gefallen, aber die japanische Garde. War schön, war mal ein bisschen verlassen und hast mit Zeit zu gucken. Diese Aktivität, womit ist, wo man Gies hat, dann hat am liebsten. Was ist denn Gies? Ich weiß noch genau, wie das mir das, wie gesagt, das ist ein japanisches Gewicht, wo etwas für den Grund war, ein Küchelchen gewesen, oder mit Brot vermischt, und dann nur mit Fleisch drüber. Das war extrem gut. Also, am besten gefallen, das Restaurant. Also, schon gut Gies, ich bin froh. Was ist denn Gies? Okonomiyaki. Okonomiyaki. Wie ist es? Okonomiyaki, das ist etwas wie, na die nennt das japanische Pizza, das ist auch nicht ganz so richtig, das so
etwas mit Kohl, wo du dann kannst mit entweder Fleisch oder mit Fisch garnieren, mit einer guten Sauce, die ein bisschen süßlich ist, mit ein bisschen Mayonnaise. Am besten, auch zu fressen. Was hast du dann? Das nämlich. Ja, da kaufe ich noch ein paar Sachen von. Yeah, cool. Voilà. Das ist ehrlich das Einkaufen, aber es war auch, weil ich zum Teil Geschenk bekommen habe. Was hast du denn bekommen? Zeichenbuch und eine Tasse. Aber die Tasse ist geil. Mal am Anfang der Restaurant hat mir immens gut geschmeckt und dann die Shoppingtour hat mir gut gefallen. Ich habe ein bisschen rundherum gucken zu gehen. Wir haben in Japan gesehen, wir waren shoppen, wir waren gut japanisch essen, alles was du japanischen Tag musst tun. Ein bisschen alles. Besonders aber auch, wo wir am Park waren und ein bisschen den Garten geguckt haben. Das war schön. Auch noch für Fotos zu machen. Gibt es noch einen, weil Sie ein bisschen mit dabei sind? Ja, ganz sicher. Ja. Ich habe mich auch ganz gut amüsiert, nämlich wie all die anderen Leute, die dabei waren. Wir hatten eine gute Zeit. Voll eine kleine Kurzzeit war, weil es ein Tag war. Aber es war flott, dass sie so etwas organisiert haben. Wenn ihr losschaut, meldet euch bei den nächsten Busreis vom Anfangs und es lohnt sich. I'm not your fucking test.